Willkommen zurück zu Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. Oder auch Sherlock Holmes vs. Cthulhu, wie man es Ausdruck nennen will. Ja, wir wurden letzte Folge, sind wir hier in Amerika angekommen. Und so die Tasche geklaut. Wir haben damit erfahren, dass die alle unter einer Decke stecken, auch die, das angebliche Gesetz. Und, ja. Genauso noch aus Edelweiß entkommen, aus der irgendeiner Anstalt. Und sollen jetzt hier einen französischen Viertel finden, der angeblich mit dem Ganzen zusammenhängt und der ja, ein paar mitgeschmuggelt haben soll, so ein paar von diesen Edelsteinen. Schauen wir doch mal. Das sind schon wieder seltsame Sachen. Frau verschwindet in der Ecke. Ah, Watson, wir sind anscheinend da. Schauen Sie dort an der Eisentür. Anscheinend niemand hier, Holmes. Zu schade, Watson. Das ist unsere einzige Spur. Beobachtung ist sehr auffällig. Diese Stille immer. Guten Morgen, Fräulein. Bitte haben Sie keine Angst. Wir tun Ihnen nichts, meine Liebe. Wie heißen Sie? Eula, Sir. Reizend. Als wir hier ankamen, schauten Sie durch dieses Tor. Das ist doch das Haus von Mr. Arneson, nicht wahr? Kennen Sie ihn? Ja, Sir. Wissen Sie, ob er zu Hause ist? Ich weiß nicht genau, Sir. Watson. Schon gut. Nun regen Sie sich doch nicht so auf. Warum all die Tränen? Wegen meinem kleinen Bruder Davy. Er ist Diener bei Mr. Arneson und ich habe seit über 5 Tagen nichts mehr von ihm gehört. Vielleicht ist er mit Mr. Arneson verreist. Nein, Sir. Ich bin Dienstmädchen bei den Gallaghers, gleich gegenüber. Wenn sie weggefahren wären, hätte ich sie gesehen. Etwas Schlimmes ist passiert. Das kann ich spüren. Aber wenn Sie so nahe waren, hätte Ihr Bruder doch sicher um Hilfe gerufen, wenn er in echter Gefahr gewesen wäre. Nein, Sir. Davy ist nicht wie Sie und ich. Er ist ganz schlau in manchen Dingen, aber Davy kann nicht sprechen. Kein Wort. Außerdem treffen wir uns abends meistens an der Stalltür und er war jetzt seit über 5 Tagen nicht da. Oh, Sir. Ich habe solche Angst. Irgendwas ist mit ihm passiert. Ich weiß es einfach. Bringen Sie uns zu diesem Stall, Fräulein. Watson, ich glaube, dieser Ort ist in der Tat abgelegen und deswegen recht angreifbar. Da ist es. Ich warte auf der Straße. Wenn die Herrin mich ruft, kann ich sie hören. Okay, der nächste verschwunden, ne? Das ist kaum richtig verschlossen, Watson. Sehen Sie sich das Schloss an. Es hat einen primitiven Holzriegel und er ist auch schon recht abgenutzt. Easy, Mister. Fang jetzt auf. Bravo, Holmes. Oh. Holmes, dieses Pferd ist am Verdursten. Armes Tier. Es hat in den letzten 5 Tagen kein Wasser bekommen, Watson. Unerträglich. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Nägel. Okay. Braun Wasser. Er kann sich kaum bewegen. Ja. Stimm ich zu. Ich hoffe, dieses Tor ist nicht verschlossen. Es scheint mir ziemlich gewaltig. Offen! Hä? Hey. Aber ein ganz anderer Sprecher fast so. Was hörst du jetzt dann? Ist das dazu nicht zu gebrauchen. Gut, also fährt. Sehen Sie, Watson, diese schönen, gut gepflegten Blumen. Jemand muss sich um sie kümmern. Raccoon. Sehen Sie, Holmes, ein Waschbär. Komm her, du kleiner Räuber. Sie werden uns nicht allzu nah heranlassen, Watson, obwohl die kleinen Racker von Natur aus recht neugierig sind.
Okay, ist das... Fußspuren. Mal sehen. Blut. Aber angesichts der geringen Menge dürfte die Wunde nur oberflächlich sein. Moment. Interessant. Hier ist eine Schlammspur. Blut. Aber angesichts... Fußabdrücke oder andere Spuren. Zu undeutlich, um sie genau zu erkennen. Mal sehen, ob es noch mehr gibt. Blut. Aber angesichts... Fußabdrücke oder... Okay. Mehr kennt er da nicht. Oh, Holmes! Hier sind Tausende von diesen Stechmücken! Wir müssen umkehren, Watson, sonst werden wir verschlungen. Das hört sich ja brutal an. Das haben wir aufgegessen. Wasser. Haben wir irgendwas? Wasser. Braune Behältnis fürs Wasser. Fußspuren. Mal sehen. Watson, sehen Sie sich die Spuren in der Erde an. Hier wurde vor kurzem ein Mensch entlang geschleift. Zweifellos ein Mann von stattlicher Größe. Noch mehr Schlammspuren. Eine Person mit schlammverschmierten Schuhen betrat den Garten durch dieses Tor. Sie betrat das Haus, kam dann zurück und zog eine Leiche hinter sich her. Dadurch wurden einige Spuren der ersten Bewegung verwischt, aber nicht vollständig. Glücklicherweise habe ich eine besondere Begabung für das Verfolgen von Fußspuren. Eine sträflich vernachlässigte Kunst. Okay, in Alice's Garten fand ich mehrere Spuren, die zeigten, dass eine Person mit frischen Schmutzspitzern an den Schuhen durch das kleine Tor den Garten betrat, zum Hauseingang ging, dann eine Leiche zum anderen Weg schleifte und dabei die Spuren verwischte. Aber sei jedoch nicht den ganzen Schmutz, es war auch noch einige schwache Blutspuren zu sehen. Fest verschlossen. Fest verschlossen. Fest verschlossen. Was für ein scheußlicher Geruch, Holmes. Ziemlich scheußlich, Watson. Das ist der faulige Gestank des Todes. Na, du bist umgekommen. Watson, halten Sie das Becken. Ich glaube, Sie wissen, was damit zu tun ist. Muss denn jetzt Watson das machen? Warum sich zu schade dafür, ein Pferd Wasser zu geben, oder was? Nein, das kann ich nicht. Perfekt. Was ein Idiot. So, bringe einen guten Tier erstmal was. Der Arme. Er kann sich kaum be... Ja, noch. Ganz ruhig, Junge. Trink aus. Sie ist, also. Die Axt da willst du nicht, okay. Hier sind sie, Watson. Ah, ein Schinken. Was für ein köstlicher Duft. Wenn ich nur Hunger hätte. Was ist ein köstlicher Duft? Der ist seit 5 Tagen offen. Hier sind Fliegen. Und Holmes sagt, oh, lecker. Dann esse ich. Kein Problem. Okay, eine tote Ratte. Noch mehr Fliegen und Chaos. Fest verschlossen. Oh. Bevor ich die Leiche checke. Erstmal hier Fußspuren. Was ist das? Jemand hat seine Hand neben diese Fußspur gelegt. Nach der Größe der Finger zu urteilen, ein Jugendlicher. Warum würde sich jemand hier herunterbeugen? Natürlich. Um etwas aufzuheben.
Was ist das? Ich glaube, auf das hat er nichts zu sagen. Arnesson mit seinem Diener, zweifellos. Arnesson mit seinem... Stört, dass die Dinger nicht mehr gleich grün werden. Für gelesen. Diese Kleidung gehört einem Diener und nach der Größe zu urteilen, ist es ein kleiner Mann. Ja, hier ist etwas. Nimm's mir sein. Ein Stein von geringer Größe, aber herrlicher Farbe. Er scheint keine Fehler zu haben. Und ich bezweifle, dass er vom amerikanischen Kontinent stammt. Okay, ist einer der Edelsteine wahrscheinlich, die da gehandelt wurden. Hat er sich abzweigen können. Ich kann den Griff nicht bewegen. Sie müssen etwas dahinter geklemmt haben, um die Tür zu verbarrikadieren. Psst, Watson. Hören Sie, wer immer Sie sind, machen Sie auf. Wir wollen Ihnen nichts Böses. Öffnen Sie die Tür, um Himmels Willen. Es geht um Leben und Tod. Das hat keinen Sinn, Holmes. Watson, ich beuge mich Ihrem Feingefühl. Wir kommen später wieder. Dieses Blut auf dem Boden stammt aus einer tiefen Wunde. Diese Fußspuren deuten auf eine Person von geringer Größe hin. Und die Tatsache, dass sie so nah beieinander liegen, lässt darauf schließen, dass sie sich angeschlichen hat. Blut. Watson, was halten Sie davon? Was für ein grausiger Anblick. Die liegt hier schon mindestens eine Woche. Im Gegenteil, Watson. Wieder einmal sehen Sie, ohne zu beobachten. Die Wärme des Klimas hier und die außergewöhnliche Feuchtigkeit haben zweifellos die Verwesungsgeschwindigkeit beschleunigt. Nach meinen Berechnungen liegt die Leiche seit 5 Tagen hier. Hä? Das ist doch eine Woche. Watson hat doch gar kein Unrecht gerade mit dem, was er gesagt hat. Champagner? Vielleicht wird das den alten Mann mit ähnlichem Namen zufriedenstellen. Nice. Sehen wir uns die Hände an. Sie sind schwielig. Unter den Nägeln ist Erde. Die Hände eines Gärtners, kein Zweifel. Ist das sowas? Sieht nicht so aus. Ja. Dass es sich automatisch wieder rausgeht. Später anscheinend deutlich besser. Papiere wurden verbrannt und es wurde mit großer Sorgfalt alles zerstört, was für unseren Fall irgendwie von Wert sein könnte. Wir werden an diesem Ort nichts mehr finden. Blut. Interessant. Die Person, die hier saß, hatte eine Schwäche für Zigarren. Sie haben den Mann getötet, der hier saß, und die Blutspur beginnt hier. Das müsste also die Leiche sein, die Sie durch das Tor geschleift haben. Die Person wurde mit einem scharfkantigen Gegenstand geschlagen, als sie hereinkam. Man kann auch die Blutspur sehen, die bis hinter die Treppe führt. Na, okay. Ja. Von L. Lakowka. Sehr geehrter Mr. Arneson, mit Verwunderung habe ich Ihr außerordentlich selbstloses Verhalten Ihrem jungen Angestellten, Danny, gegenüber mitbekommen. Wie ist der Davy, Danny? Ich weiß gar nicht. Nur wenige hätten es auf sich genommen, den Grund seines Gebrechens zu suchen. Die meisten hätten ihn ohne Zögern gleich wieder aus ihren Diensten entlassen. Eine glückliche Führung, dass Dr. Gallagher, der sich in diesen Dingen auskennt, Ihr Nachbar ist. Ohne seine Einmischung wären wir einander wohl nicht vorgestellt worden. Und dann hätten Sie keine Antworten über diesen jungen Mann erhalten. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass Dennis Probleme eines psychologischen als körperlichen Natur sind. Wie Sie bereits wissen, hört und versteht er sehr gut. Eine medizinische Untersuchung brauchte außerdem zutage, dass seine Stimmorgane unbeeinträchtigt sind. Es zeigt diese große nahe, dass ein psychologisches Trauma oder eine mentale Blockade ihn entsprechend hindern. Was Ihre Geschichte über Münzen und die Entdeckung von unglaublichen Talenten betrifft, dass dieser junge Mann wahrscheinlich besitzt. Erinnert sie mich an ähnliche Wunderkinder. Ich habe Ihre Akten bei meinem Kollegen angefordert und hoffe, mehr zu erfahren. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Ihr Angestellten ein phänomenales Gedächtnis für Geschichten besitzt.
Ein zugeschnittenes Unterrichtsprogramm könnte ihm helfen, sein Talent voll auszunutzen und zum Gemeinwohl beizutragen. Mit freundlichen Grüßen, Professor L. Lakowka. Das heißt, der Diener ist hochbegabt. Davy, genau. Nicht Danny. Davy. Tier und Pflanzen von Louisiana, Seite 12. Die Alligatoren sind für gar nicht die gefährlichsten Raubtiere. Man ist sich einig, dass der größte Feind des Menschen in Louisiana der Moskito ist. Niemand weiß, wie viele verschiedene Arten die Sumpfgebiete und Flachlande heimsuchen. Doch die bekanntesten sind die Blutsauger. Angezogen von der Körperwärme von Säugetieren, dem Blutgeruch von Wunden oder von Schweiß, erscheinen sie plötzlich in ganzen Schwärmen und greifen das Ziel mit der gleichen Wirkung wie Piranhas, die Tier- und Pflanzenwelt des Amazonas, an. Jedes Jahr verursachen sie zahlreiche Todesfälle unter dem Vieh und der Menschen, zum Glück seltener. Die Einheimischen haben uns einige Rezepturen verraten, wie sie die Plage abwehren. Wirksamste und bekannteste darunter ist Zitronensaft. Der Duft stößt die protonischen Insekten ab. Allein die Anwesenheit eines Zitronenbaums von einem Fenster hält sich schon davon ab, einen Ort heimzusuchen. Eine etwas mutigere Lösung besteht darin, mehrere Kröten bei sich zu tragen. Diese Amphibien sind sehr wirksam. Obwohl das Verhältnis des Waschbären in Louisiana dem seinen Verwandten in den Wäldern der Ostküste recht ähnlich ist, gibt es dennoch Unterschiede. In der Wildnis von Louisiana leben viele einzigartige Feinde des Waschbären, zum Beispiel bestimmte Wasserschlangen. Deshalb schleppen die Waschbären diese gegen ihre Nahrung in einem Nest, den Zweigen eines Baumes oder irgendwo an einem erhöhten Ort. Der kletterfreudigen Waschbären leicht zugänglich ist ihren Feinden jedoch nicht. Sie ernähren sich hauptsächlich von Aas, besonders Mutter mit ihren Jungen. Aas stellt eine besonders gute Proteinquelle dar, die sie für ihre Produktion ihrer Milch braucht. Ah, ein Buch über die Fauna und Flora von Louisiana. Dieses Metallrohr ist etwa 40 cm lang und hat einen Durchmesser von 18 cm. Es trägt ein kleines Schildchen, auf dem steht: Dieses hier ist ohne Mängel. Ich entschuldige mich vielmals, E. Otus. Was zum Teufel machen Sie da, Holmes? Das weiß er wahrscheinlich selber nicht. Metallrohr. Spielerecke. Um diese einige Uhr aufzuziehen, müssen Sie die Zahlen finden, die Ihnen auf der Uhr entsprechen. Und der gleichen Logik folgen. Zwei Stellen sind bereits verkehrt, damit Sie erkennen können, welche Stufe Sie anwenden müssen. Viel Glück. Lösung auf die folgende Seite. Eine 5 Tage alte Zeitung. Jemand hat die letzte Seite herausgerissen. Sieht aus, als hätte Arneson sich an einem kleinen Rätsel in der Zeitung versucht. Seltsam. Er scheint nicht der Typ zu sein, der sich für mathematische Rätsel interessiert. Erzähl von der Jagden von Dean Niles, Seite 188. Warum hat das? Ach du Heilige. Dieses Buch wurde oft gelesen. Erzählungen fantastischer Jagden von Dean Niles. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Nochmal die ganzen Zitronenstrauche eingesteckt. Fest verschlossen. Das kann ich nicht. Okay, das kriegt er nicht auf. Dass jetzt hier irgendwo diese Uhr vielleicht zu finden ist, nicht der Fall. Fest verschlossen. Das hat keinen Sinn. Das mache ich nicht. Okay, wenn so, dann könnten wir die Moskitos verscheuchen. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt sonst noch machen sollen. Wer immer sie sind, macht... Das hat keinen Sinn. Watson, ich beuge mich ihr... beuge mich ihrem Feingefühl. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Jetzt ist das dazu nicht zu... Okay, jetzt zwar Holz, aber will damit nichts machen. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Was heißt jetzt? Sie haben dem Pferd nur Wasser gegeben, dass wir was bekommen. Was ist das denn? Ja, Sir. Okay, wir können hier nichts sagen. Gut. Mensch, steht er jetzt wieder. Ich hoffe, der fit zu sein.
So, was bringt uns jetzt ein Hammer? Ja, mit Hammer und Nägel. Ja, das ist ein komischer Bug, ich weiß nicht. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. So, jetzt haben wir einen Metallstab, eine Lilie und eine Ika-Lilie. Okay, Strauß mit Lilien, Ika-Lilien. What the hell? Warum brauchen wir einen Strauß? Warum brauchen wir einen Metallstab? Muss ich alles nicht verstehen. Wir müssen umkehren, Watson. Wir haben doch jetzt die Zitronen. Das wird sich sicher als nützlich. Okay, jetzt hat er... Blumenstrauß rausgemacht. Ich hinterfrage auch gar nichts mehr. Fest verschlossen. So, auf mal, wenn ihr die ganze Zeit gerade kurz ein Ticken gehört habt, das war eine Eye-Uhr. Sorge dafür. Für der Rhyme. So. Ah, ein Schinken. Was will er denn jetzt mit dem Metall? Ich verstehe nicht, was Watson schon der Home schon davor hat. Muss er echt alles rauskriegen. Das Spiel sagt einem nichts. Die Leiche wurde hinter dieser. Holmes! Hä? Hier. Sehr interessant. So ist es nicht richtig. Hat er erst gefunden, als wir hier alles andere gefunden haben, scheinbar. Das war ich, was sie getan haben. Das mache ich nicht. Das kann ich nicht. Das mache ich nicht. So, es braucht eine Kombination. Er wird wahrscheinlich einen Grund haben. Also, das Spiel wird einen Grund haben. Dass wir das hier gefunden haben. Wir müssen die Zahlen finden, die denen auf der Uhr entsprechen. Und die gleiche Logik folgen. Zwei Stellen sind bereits markiert, aber sie erkennen können, welche wir haben müssen. Drei Uhr. Ist bei der 9, 2 ist bei der 3. 2 mal 3 sind 6. 2 mal 7 und hier ist 4 mal, hier ist 4 bei der 10. Boah, was für ein Spiel ist schon wieder von uns. Die denen auf der Uhr entsprechen und der gleichen Logik folgen. Zwei Stellen drauf geht und Sekunden, welche Logik sie folgen müssen. Aber was hat es hiermit zu tun?
So ist es nicht richtig. So ist es nicht richtig. Nochmal, so ist es nicht richtig. Ja, also wir haben keine Ahnung, oder das, und ich weiß nicht, wie das uns auf die Kombination bringen soll. Wer immer Sie sind, machen... Das hat keinen Sinn, Watson. Ich beuge mich Ihrem... Sonst haben wir hier alles gefunden. Holmes. Wir müssen umkehren, Watson. Ich dachte, mit dem Turmbaum könnte man die Flasche scheuchen, wisst ihr? Was wollen wir mit dem Metallstab und den Blumen? Ich verstehe es nicht. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Ja, Sir? Wisst ihr was, weil ich jetzt mal keinen Einsatzpunkt mehr habe? Watson, wir müssen diesen Ort sorgfältig... Watson, wir... Ja, okay, aber leider nicht. Sehr interessant. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Okay, Leute, ich habe das ein bisschen geknobelt, tatsächlich. Ich habe mir anfangs Tipps geholt durch diese Hilfefunktion, sage ich euch ganz offen. Aber den Rest habe ich jetzt versucht selber auszuknobeln. Ich habe noch nicht so oft Adventure Let's Played. Deswegen ist es eigentlich das erste richtige Adventure Let's Play. Deswegen sage ich jetzt aber mal eine grundsätzliche Regel. Wenn man zu lang für ein Rätsel braucht, mache ich das nicht in der Aufnahme. Weil ich hätte jetzt hier laut auch mit euch zusammen überlegen können. Ihr hättet mitkübeln können. Das könnt ihr ja so oder so immer. Aber ich will das Let's Play nicht in Länge ziehen. Adventure Let's Plays in Länge ziehen. Weil ich will nicht gleich eine Lösung gucken. Das mache ich nicht gerne. Ich will schon selber nachdenken. Aber ich will euch nicht die ganze Zeit nerven, wie ich nachdenke. Und das Play dann in Länge strecken, weil ich immer nachdenke. Sondern ich tue dann lieber oft gehen nachdenken und es euch dann einfach mitteilen. Ich glaube, ich habe es raus. Wirklich, ich habe keine Ahnung gehabt, was sie mit meinen. Das ist irgendwie Logik. Deswegen habe ich nur wenigstens die ersten drei Tipps mir angeguckt. Die gibt's ja hier in Game in der Hilfefunktion. Die habe ich genutzt und da wurde halt verraten, dass man gucken muss, wie die Zahlen zueinander stehen. Und dass die anscheinend geteilt werden. Also die 3, deswegen steht hier eine 2. 3 lässt sich durch die selbst und durch die 1 teilen. Gibt 2. Die 9 lässt sich durch sich selbst, durch die 3 teilen, aber auch durch die 1 und damit sind es 3. Das muss genau aufgehen. Ne? Die 10 lässt sich durch sich selbst, durch die 1, durch die 5 und durch die 2 teilen und es ist deswegen 4. Vier Möglichkeiten gibt es, wie man auf die 10 kommt. So. Die 7 lässt sich durch sich selbst, durch die 1 teilen, durch die 2. So, ich habe das jetzt überlegt. Wenn ich richtig war, geht die 1 nur durch sich selbst. Da ist die 1 durch sich selbst, auch eine 1 ist, steht hier eigentlich 1. Die 2 geht durch sich selbst und durch die 2, das ist hier eine 2. Die 4 geht durch die 4, also durch sich selbst, durch die 1, aber auch durch die 2, deswegen würde ich sagen, ist hier eine 3. Die 5 geht nur durch sich selbst und durch die 1, die 2. Die 6 geht durch sich selbst, durch die 2 und durch die 3. So wie durch die 1, das heißt, hier müsste 4 stehen, das habe ich hier auf Papier gemacht, ich habe es hier also liegen. Und die 8 geht durch sich selbst. Durch die 2, durch die 4 und durch die 1 sind ja auch nur 4. Und die 12, da steht, es geht durch die 2, geht durch die 1, geht durch sich selbst, geht durch die 6. Das heißt, da ist eigentlich auch eine 4 oder eine 5. Ja klar, 4, 8, 12 geht ja auch. Also eigentlich müsste da eine 5 hin. Und die 11 geht durch sich selbst, durch die 1 und sonst durch nichts, weil sonst geht es nicht auf. Aber ich bin jetzt ganz blöd und vergesse eine Zahl. Das heißt, da müsste auch nur 2 stehen. So, jetzt ist nur die Frage, wie wir das hier in das Gedöns eingehen müssen und ob ich richtig bin. Sehr interessant. Sag ich euch, wie es ist. Ich glaube, hier muss bei Uhrzeigersinn, muss im Richtung des Uhrzeigersinns wahrscheinlich die Zahlen eingegeben werden. Das Problem ist, ich weiß jetzt ja nicht, was falsch ist. Wenn jetzt irgendeine Zahl von denen stimmt und ich... Warte mal, hier muss auch nur 2 hin. Und hier eine 3.
So ist es nicht richtig. Scheiße. Dass wir dafür anfangen müssen? So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. Okay, ich dachte eigentlich, dass es richtig ist. Scheiße. Das ist natürlich vorher geprüft. Wollte ich nur mal sagen, was ich mir gedacht habe. 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 4, 2, 5. Ich habe Fehler gemacht. Nochmal, also die 1 lässt sich nur durch sie selbst teilen. Da sie selbst die 1 ist, macht sie keinen Sinn, eine 2 draus zu machen. Muss durch ganze Zahlen teilbar sein und wahrscheinlich auch nur bis 12 hoch. Das heißt, die 1 lässt sich auch nur mit sich selbst teilen und durch ist. Also eine 1. Da bin ich mal relativ safe. Die 2 lässt sich nur durch eine 2 teilen, also durch sich selbst und durch die 1. Es gibt nämlich 2. Das heißt, hier muss auch nur 2 stehen, in meinen Augen. Schnell lässt sich die 2 nicht teilen. Die 3 lässt sich nur durch sich selbst teilen und durch die 1. Also auch nur 2. Ja, ist ja schon so gelöst. Die 4 lässt sich durch sich selbst teilen, lässt sich durch die 1 teilen. Lässt sich aber durch die 2 auch teilen, weil 2 mal 2 sind 4. Sind dann aber nur 3 Möglichkeiten. Weil die 3 passt logischerweise nicht rein. Die 4 sich selbst habe ich ja schon gedacht. So. Das ist wahrscheinlich bei den oberen Zahlen, wenn ich verkackt habe. Die 5 lässt sich durch sich selbst teilen. Die 5 lässt sich auch durch die 1 teilen. So, sorry dafür. Das habt ihr jetzt gehört. Ja. Sind bis hier die 2 stehen. Die 6 lässt sich durch die 6, also sich selbst, die 1, sowie die 3 und die 2. Deswegen habe ich dann 4. Die 7 nur durch sich selbst durch die 1. Die 8 durch die 4, durch sich selbst, durch die 1 und durch die 2. Das heißt eigentlich auch. Hier stimmt, ist die 3 ja schon eingegeben. Die 4 lässt sich durch, also die 10 lässt sich durch sich selbst, durch die 1 sind schon mal 2. Durch die 2 sind 3 und durch die 5 teilen. Das ist 4. So, passt ja auch. Hat ja auch ausgefüllt. Die 11 lässt sich nur durch sich selbst und durch die 1 teilen. Oder bin ich ganz blöd? Und die 12 lässt sich durch 6, durch sich selbst, durch die 2, durch die 1. Warte mal. Durch sich selbst, durch die 1. Schon mal klar. Durch die 6 sind 3. Durch die 2 sind 4. Und durch die 4 sind 5. Oh, ich bin so blöd. Warte, ich habe, glaube ich, eine Zahl vergessen, kann es sein. So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. Ja, ich blöde, Jan. Nichts kann einen erfinderischen und logischen Geist aufhalten. Bin ja schon froh drauf, dass ich nur ich brauchte einen Tipp, ja. Aber den Rest habe ich selbst gelöst. Nice. Ich habe natürlich bei der 12 nicht dran gedacht, dass da logischerweise die 3 auch noch reingeht, ich Dulli. So. Bah, nur eine Luftdruckpistole. Ich hätte große Schwierigkeiten, damit einen jungen Vogel vom Ast zu schießen. Außerdem ist sie nicht einmal geladen. Okay, wir haben aber einen Schlüssel. Geh mal von aus, dass der hier bei der Tür geht. Ja. Gehen jetzt. Ja, wie lange wollt ihr den Schrei noch machen? Antwort ja. Watson, dieser Schrei. Da geschieht etwas. Das muss aus den Ställen kommen, Holmes. Gut. Was ist es? Dieser Plot Twist. Ich spreche mal kurz. Sehen wir nächste Folge. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.